So, nochmal herzlich willkommen. Genau, es geht in dem Webinar um die Vorbereitung von dem Fachtag in der nächsten Woche. Es soll um die Sessionplanung gehen, dass wir heute zeigen, ja, wie das Barcamp-Tool funktioniert, wie man Session plant, was das überhaupt ist. Ich würde aber vorschlagen, es sind nämlich so ziemlich alle aus dem Vorbereitungskreis auch hier, dass wir uns jetzt einfach erstmal kurz vorstellen, einfach, dass nicht nur die Gesichter, sondern auch die Namen einmal fallen derer, die sich in der Organisation mit beteiligen. Und Paula, ich würde dich vielleicht anfangen, bitten anzufangen. So, genau. Okay, mein Name ist Paula Lichtenberger. Ich arbeite im Zentrum Bildung der Evangelischen Kirche Hessen und Nassau hier in Darmstadt. Da das Thema Digitalisierung und Familie mit all seinen Gestaltungsherausforderungen für die Menschen, die in der Eltern- und Familienbildung sind, ein großes Thema ist, bin ich seit 2, 3 Jahren mit meiner Kollegin Ute Detweiler aus der Pfälzischen Landeskirche dabei, Fachtage und Fortbildungen anzubieten, um das Thema aufzugreifen. Okay, wunderbar, vielen Dank. Damit es nicht zur Verwirrung sorgt, ich habe jetzt mal gerade alle Mikrofone stumm geschaltet, weil die Nebengeräusche dann doch sehr störend sind. Ute, so als Mithauptorganisatorin, ich würde dich dann bitten, weiterzumachen. Ja, also ich habe mit Paula seit vielen Jahren dieses Thema auf dem Schirm, weil wir finden, dass Menschen, die in der Multiplikatorenarbeit mit Familien unterwegs sind, möglichst viel wissen sollten, auch wenn sie keine Spezialistinnen und Spezialisten für Medienarbeit sind. So ist es bei mir auch. Und deswegen versuchen wir uns immer aktuelle Themen rauszusuchen. Und so haben wir auch das Barcamp geplant. A, wegen des Inhalts und B, wegen des Formats. Okay, Und ich danke sitze in schön. Kaiserslautern, der Evangelischen Arbeitsstelle Bildung und Gesellschaft, die zur Evangelischen Kirche der Pfalz gehört. Alles klar, vielen Dank. Christian, würdest du weitermachen? Ja, ich bin Christian Giesinger, ich sitze auch in der Evangelischen Arbeitsstelle Bildung und Gesellschaft in Kaiserslautern, bin dort seit dem 1.8. als Medienpädagoge eingestellt und ich bin hier, weil die Ute mich im Prinzip rekrutiert hat, so ein bisschen dafür und andererseits auch, weil mich die Methode von Barcamp interessiert, weil ich die vorher nicht so gekannt habe und ich denke, es wird ganz interessant. Ja. Okay, vielen Dank, Christian. Jürgen, ich würde an dich direkt weitergeben. Ja, ich mache es kurz, weil lange Reden ist eine moderne Form der Christenverfolgung. Jürgen Scharf, gemeindepädagogischer Dienst in Germersheim, bin ich dort als Referent für Musik und Medien und mache auch was im Bereich Familienarbeit. Und das Thema digitale Lebenskompetenz ist natürlich ein sehr interessantes und spannendes. Und über die Ute bin ich quasi auch mit hier dazu gekommen. Alles klar, vielen Dank. Heidi, bitteschön. Ja, also mein Name ist Heidi Sikulla. Ich bin Medienpädagogin und seit ungefähr, glaube ich, auch schon fast 20 Jahren in diesem medienpädagogischen Kiez unterwegs, in den unterschiedlichsten Rollen. Habe viel Fortbildung gemacht, im schulischen Kontext, im Kita-Kontext, mit Eltern gearbeitet an dem Thema, mit Kindern, mit Jugendlichen gearbeitet an dem Thema und bin seit 4 Jahren, 5 Jahren ungefähr mit Schwerpunkt in der Familienbildung unterwegs. Bin froh, dass das Thema jetzt dort auch angekommen ist. In der Elternarbeit und in der Betrachtung auch nochmal der Frage, wie Medienerziehung vielleicht auch für die 0- bis 3-Jährigen aussehen sollte. Und bin hauptberuflich jetzt Dozentin für Medienbildung in einer Fachschule für Sozialpädagogik in Darmstadt. Jawohl, vielen Dank. Dann einfach noch zwei, drei Sätze zu mir. Tobias Albers-Heinemann, auch im Zentrum Bildung in Darmstadt. Dort bin ich zuständig für digitale Lernangebote, Medienpädagogik und unterstütze sehr gerne meine Kollegin Paula, die normalerweise direkt im Büro neben mir sitzt, wenn ich hier nicht im Office bin, auch bei solchen Angeboten. Da wir eine relativ überschaubare Gruppe haben, Margot, Gerhard, David, wollt ihr euch vielleicht auch noch mal vorstellen, ganz kurz, zwei, drei Sätze? Genau, also ich bin David Rödler, bin großer Fan von Barcamps, deshalb bin ich irgendwie jetzt reingeschneit auch. Wir haben ein Projekt, das nennt sich Digi4 Family und da geht es um Unterstützung von Eltern ja, mit digitalen Angelegenheiten, familiär, Elternbildung. Und ganz kurz, weil ich glaube, ich kann nicht so lang bleiben, aber ich möchte Werbung machen für ein Online-Barcamp zu digitaler Jugendarbeit im März. Ich tue den Link einfach mal reinposten. Und das, also Barcamp-Format ist klar, das werdet ihr jetzt auch noch genauer besprechen, aber es ist eben nur online. Das heißt, es hat keinen Ort, aber man kommt eben so wie jetzt hier auch zusammen.
Genau. Und David wird ja auch bei dem Fachtag nächste Woche nachmittags auch noch kurz zu Gast sein und Digi4Family noch vorstellen. Margot, du bekommst das Wort. Hallo, Margot Obtresal, ganz aus dem Süden von Österreich, also so 10 Kilometer von Italien entfernt. Habe dieses Webinar gesehen, weil ich dem Tobias hinterhergesurft bin, nach diesem VR-Ding. Stand schon mal auf meiner Liste, muss ich mir anschauen, was genau das ist. Deshalb bin ich jetzt gerade da. Hallo. Hallo. Hi. Hallo. So, Gerhard, zum Abschluss. Ja, hallo, Gerhard Jung aus der Nähe von Kirchheim Wohlanden, Dekanat Donnersberg. Ich bin auch zur Pfälzischen Landeskirche, ich bin Kollege von Ute und ja, und den anderen. mir hat es eine Kollegin auf den Schreibtisch gelegt, die dachte, das wäre vielleicht was für mich, weil ich auch viel mit Familien mache und so weiter. Und ich das auch Barcamp so nicht kenne, Webinar nicht kenne. Und das finde ich jetzt mal ganz spannend, das mal neu zu entdecken. Genau, ja, vielen Dank. Also wie gesagt, wir verbinden hier jetzt ja zwei Elemente, Webinar, um eben auf das Barcamp vorzubereiten. Sinn und Zweck ist es, das doch noch nicht so allzu bekannte Format ein bisschen bekannter zu machen und auch mit der Planung und der Organisation auch vertraut zu machen. Ein Barcamp ist im Endeffekt eine, ja, man sagt dazu auch Unkonferenz. Man ist eigentlich gewohnt, auf eine Konferenz oder Tagung zu gehen und einen festen Ablauf zu haben, welcher Referent sagt zu welchem Thema was. Das ist beim Barcamp ein wenig anders. Das kommt aus der Erkenntnis, dass bei vielen Tagungen die Experten ja meistens auch vor Ort sind. Und vielleicht kennen Sie das ja auch. Oft hat man ja gesagt, so die Pausenzeiten, so die Gespräche zwischendrin, das war eigentlich das richtig Wertvolle an dieser Tagung. Und da hat man versucht, mit diesem Barcamp eigentlich so diesen, ja, Teil, der ein bisschen seitwärts von dem offiziellen Programm geht, weggeht, zu strukturieren. Es läuft eigentlich so, dass die Menschen, die zu einem Barcamp kommen, als Experten, als Teilgeber dabei sind und Inhalte selber vorschlagen können. Das heißt, wir machen das zum einen im Vorfeld über ein Barcamp-Tool. Das ist eine Möglichkeit, online Inhalte zu besprechen. Das zeigen wir gleich. Aber wir werden auch noch vor Ort in Mainz dann Themen sammeln und dann sogenannte Sessions festlegen. Das heißt, wir haben Zeitabstände von 45 Minuten, wo wir uns dann zu einem bestimmten Thema austauschen. Wenn ich jetzt ein Thema habe, was ich gerne zu dem großen Feld digitale Lebenskompetenz in der Familie besprechen möchte, kann ich das anbieten. Ich muss nicht unbedingt der Experte sein. Vielleicht sind ja auch bei den ganzen Leuten, die angemeldet sind, welche dabei, die sehr qualifiziert sind und die Lust haben, sich zu diesem Thema auszutauschen. Und genau darum geht es auch. Damit wir das Ganze vorbereiten, wählen wir ein oder haben wir ein Tool gewählt, das nennt sich barcamptools.eu. Das ist ein kostenloses Tool, das ist ein ganz nettes Webangebot, was wir auch schon mal in einem unserer EEB-Talks vorgestellt haben. Und zwar kann man hier kostenlos Barcamps anlegen und eigene und auch die Sessions und die Inhalte im Prinzip planen und im Vorfeld der Veranstaltung bereits diskutieren. Und hier sieht man bereits, ist hier schon das Barcamp Digitale Lebenskompetenz, das ist schon angelegt, 7.11. im Erbacher Hof in Mainz. Damit ich jetzt aber aktiv, ich sag mal, Sessions vorstellen kann, muss ich mich bei Barcamp Tools EU erst einmal anmelden. Ich bin hier bereits schon angemeldet, das heißt, ich kann mich hier kostenlos registrieren, muss mich dann entsprechend einloggen. Suche mir dann das Barcamp aus, wo ich mich beteiligen möchte, in diesem Fall die digitale Lebenskompetenz und komme schon direkt auf die Übersichtsseite. Ich habe hier zwei verschiedene Buttons mit Startseite, Session-Vorschläge und Planung. Und die Vorschläge der Inhalte ist hier in dem Bereich Session-Vorschläge. Das heißt, wenn ich hier draufklicke, ist zu sehen, dass es jetzt hier schon einige Vorschläge von Inhalten bereits gibt. Das heißt, die Heidi und ich, wir haben hier jeweils schon mal einen Vorschlag gemacht und auch der Jürgen Erdelt, der ja inhaltlich den Input liefert, hat bereits auch schon einen Session-Vorschlag gemacht. Sein Vorschlag von der Protestbewegung zur politischen Partizipation.
Jetzt kann ich zum Beispiel auch als angemeldetes Mitglied bei Barcamp Tools EU hier einen Kommentar mit da hinterlassen und im Prinzip diskutieren, was damit gemeint ist, Vorschläge inhaltlich machen und den Vorschlag dann auch bewerten mit einem Daumen nach oben oder eben auch nicht. Das Ganze dient im Prinzip dazu, dass man eben nicht vor Ort in der Situation ist, es gibt 1 Million tolle Vorschläge und man muss sie alle bis ins Detail ausdiskutieren, sondern man hat im Vorfeld einfach schon mal die Möglichkeit, Gedanken zu sammeln und vielleicht ist da auch jemand, der eine ähnliche Idee hat wie ich, mit dem ich mich zusammentun kann. Ich kann mich zum Beispiel auch mit der Heidi zusammentun und gemeinsam eine Session anbieten. Und ja, das ist im Großen und Ganzen eigentlich das Prinzip eines Barcamps und der Planung. Es wird im Vorfeld über Barcamp Tools EU, wie gesagt, Angebote gesammelt, diskutiert. Die Festlegung, was in der Tat jetzt ins Programm kommt, geschieht an dem Tag erst vor Ort. Das heißt, dass auch die Leute, die jetzt hier nicht dabei sind, die auch sich nicht die Aufzeichnung angucken, ausreichend Gelegenheit haben, ihre Vorschläge mit einzubringen. Jürgen Schaaf postet gerade den Link nach Barcamp Tools EU, genau. Und der Link zu unserem Barcamp ist auch direkt barcamptools.eu/Lebenskompetenz. Schreibe ich auch nochmal in den Chat mit rein. Und jetzt ist erstmal so die Zeit für Rückfragen oder Verständnisfragen von eurerseits zu dem Barcamp Tools. Gibt es da Rückfragen oder Kommentare? Das scheint vielleicht nochmal die Frage, wie lange können die Teilnehmer hier Vorschläge posten? Bis kurz vor der Veranstaltung oder gibt es da ein bestimmtes Zeitfenster dafür? Nein, das geht direkt bis zur Veranstaltung. Okay. Also wie gesagt, das Barcamp Tools, das dient nicht für uns als Organisatoren für die Festlegung der Struktur, sondern es ist ein Angebot für die Teilnehmenden, sich im Vorfeld schon mal inhaltlich auszutauschen. Mhm. Ja. Einfach, wie gesagt, gibt es Synergien, gibt es andere Interessierte oder einfach, dass im Vorfeld schon die Möglichkeit geboten wird, thematisch sich auszutauschen. Okay. Aber auch Session-Vorschläge anzubieten, zu sagen, ja, ich bin Expertin für oder ich hätte Interesse am Austausch an diesem Thema oder diese Frage würde mich interessieren. Das heißt, das kann ich alles im Vorfeld als Teilnehmer jetzt da schon mal eintragen. Das ist richtig. Und das haben wir ja jetzt hier schon, dass Jürgen, Heidi und ich jetzt hier schon mal 3 Sessions vorgeschlagen haben. Mhm. Ich kann jetzt auch einfach, wie gesagt, hier runterscrollen und einen neuen Session-Vorschlag machen. Dann sage ich Titel, Nutzungszeiten, Medien, wie lange darf mein Kind Handy? Klassische Frage. Mhm. Verben braucht man heutzutage nicht mehr. Dann sage ich Vorschlag hinzufügen. Und dieser Vorschlag ist jetzt hier und kann im Prinzip von allen Leuten, die sich jetzt angemeldet haben für dieses Barcamp, kann das jetzt diskutiert werden und bewertet werden. Mhm. Ute, dein Mikrofon. So, bitteschön. Okay. Wir hatten ja im Vorfeld gesagt, ein Barcamp ist so, dass jeder seine Expertise mitbringt. Wenn ich jetzt ein Thema für eine Session poste, muss ich dann die Expertin dafür sein? Oder kann ich auch eine Frage stellen, die mich einfach jetzt beschäftigt? Zum Beispiel, ich sage immer Fake News. Ja? Wie lernen wir in dieser digitalen Welt mit Wahrheit umzugehen? Wie bringen wir Jugendlichen und Kindern und ihren Familien bei, zu sortieren, was da im Netz so steht, was ist wahr und was ist nicht wahr? Genau. Das kann man natürlich sehr gerne machen. Dafür ist das Barcamp Tools ja auch da, dass man einfach auch schon mal abgehen kann, okay, vielleicht sind ja auch Leute da, die auch über das Thema reden wollen. Mhm. Und an dem Tag nächste Woche wird es konkret so stattfinden, dass die einzelnen Vorschläge, die werden ja auch vorgeschlagen der Gesamtgruppe, dann wird sich ein Stimmungsbild eingeholt, wer hat denn Interesse, dorthin zu gehen oder dorthin zu gehen. Und wenn sich bei einem bestimmten Vorschlag keiner meldet, dann ist es halt so. Mhm. Ansonsten sagt man, eine Session findet statt, wenn 2 Leute zusammenkommen und sich unterhalten wollen.
Gut. Das finde ich nochmal ganz wichtig, weil das war bisher noch nicht so ganz deutlich formuliert worden. Ja, danke. Super. Dann frage ich mal Gerhard, Margot, als Barcamp noch nicht so Erfahrene, ist in etwa klar geworden, was wir vorhaben und wofür dieses Tool da ist? Okay, danke schön, Gerhard. Dein Mikrofon ist noch so, bitteschön. Ja, ich nick mal ganz laut. Ne? Ja, soweit klar. Super. Ich will mir das Ganze jetzt einfach erstmal angucken und ja, wie gesagt, als Neuling. Aber ich bin ja durchaus lernfähig, auch mit 57. Genau. Genau. Also ein Grundsatz oder eine Empfehlung, die sich bei jedem Barcamp wirklich auch bewährt hat, ist, wer als erstes oder zum ersten Mal an einem Barcamp teilnimmt, sollte doch am besten eine Session vorschlagen. Also wirklich mit Anlauf ab ins kalte Wasser. Es ist angenehmer, als man sich das vorstellen kann, weil man wirklich in einem viel offeneren Format dazukommt. Und es gibt jetzt nicht so die hohe Erwartung, dass man selber auch den fachlichen Input liefern muss. Und zur Not, wie Ute es auch gesagt hat, kann es auch einfach eine Frage sein zu einem Thema, mit der man sich beschäftigen möchte. Mhm. Okay. Wenn an der Stelle, Heidi hat noch eine Frage, genau, oder eine Anmerkung. Ich möchte gerne noch mal sagen, dass wir ja auch in unserer Planung am Ende beide Themen, also wir die inhaltliche Ebene auswerten, also das, was in den kleinen Slots gelaufen ist, aber eben auch nochmal diese Methode Barcamp reflektieren. Einfach weil wir merken, es ist noch eine eher unbekanntere im pädagogischen Feld, also in diesem pädagogischen Feld Methode. Und ich glaube, man hat zweimal Mehrwert. Man hat einmal den Mehrwert, dass man mit anderen eben in den Austausch gehen kann. Und man hat aber auch den Mehrwert, dass man am Ende eine Methode vielleicht kennengelernt hat, die man auch einfach weiter anwenden kann. Ja? Weil wir haben immer dieses Fachtagsformat, was auch total Sinn macht und was auch total schön ist. Aber ich glaube, dass gerade in diesem sehr diskurslastigen Thema eigentlich dieser Austausch, also der richtige Austausch mit, wie macht ihr das in der Einrichtung, wie habt ihr zum Beispiel einen Umgang mit Handy in offenen Elterncafés oder sowas, ja? Das sind ja auch alle Teilnehmenden, die da nächste Woche kommen, auf irgendeine Art und Weise schon Experten, weil sie damit umgehen. Und die Erfahrung ist doch eher, dass die Leute sich unterschätzen. Und dass die Veranstalter von solchen Fachtagen immer das Thema haben, dass sie sich fragen, ja, was brauchen denn jetzt die Teilnehmenden? Was wollen die denn jetzt? Ja? Also das ist ja ein Riesenumweg. Und einfach in diesem Barcamp-Format nochmal einfach festzustellen, dass man einfach auch anders mit gerade solchen diskurslastigen Themen wie Medienkonsum oder Erziehung, Ethik, keine Ahnung, umgehen kann. Ich glaube, das macht auch ein bisschen den Charme aus. Man lernt eine Methode neu kennen, und es ist eine inhaltliche Auseinandersetzung. Da wäre mir vielleicht noch wichtig, so zu ergänzen, für alle, die so ein bisschen unsicher sind noch und die so ein klassisches Tagungsbesuchsverhalten bisher gepflegt haben und auch mögen, einfach auch nochmal die Info. Das heißt, ich kann da auch ganz normal hingehen und kann mir einfach aussuchen, was da geboten wird. Also ich muss jetzt nicht aktiv werden. Das heißt, es ist eine Einladung, aktiv zu werden. Und ich kann auch den Grad der Aktivität, kann ich ganz frei wählen. Aber ich kann auch sagen, ach, da ist ein nettes Thema und dort ist ein nettes Thema und mich dann auch ein Stück weit einladen lassen von dem, was angeboten wird. Ich denke, das ist einfach nochmal wichtig für alle, die sich jetzt so langsam rantasten und bisher ein ganz normales Tagungsformat gewöhnt sind. Ja, das auf jeden Fall. Vielleicht doch mal kurz eine Frage an den David. Ja, richtig. Ich habe manchmal so einen Eindruck, in Österreich, da finden ganz viele Barcamps im Bereich Erwachsenenbildung statt und mehr als in Deutschland. Und ich habe Barcamps mittlerweile auch mehr so als ein Format in der Medienbranche oder wenn es, ich sag mal, Medienpädagogik oder digitale Welt auch geht.
Wie sind deine Erfahrungen, Barcamps mit Medien eher unaffinen Menschen, also normal in der Bildungsarbeit, wird das angenommen oder ist das auch etwas noch eher was Neueres wie hier? Also in dieser Web 2.0-Landschaft, ja, das war also Mitte des letzten Jahrzehnts, da hat sich das irgendwie eigentlich etabliert, ja, und da gab es dann ganz viele Barcamps eben zu Social Media. Und die sind dann auch auf andere Themen ist das Format dann übertragen worden. Aber das erste Barcamp, das wirklich direkt Erwachsenenbildung angesprochen hat, gab es in Österreich auch erst letztes Jahr. Okay. Also das ist jetzt noch nicht in diesem Kontext noch nicht so lange oder noch kein etabliertes Format. Mhm. Aber es hat super funktioniert und da waren über 100 Leute waren da und es hat viel Spaß gemacht. Und jetzt machen wir eben, also es gibt auch wieder ein Barcamp zur Erwachsenenbildung im Mai in Österreich. Da kann man auch online teilnehmen. Und dann wird es auch ein komplettes Online-Barcamp geben, auch zum Themenbereich Erwachsenenbildung und digitale Formate. Ja, also ich finde, das auf jeden Fall hat auch Potenzial für Zusammenarbeit in Zukunft und vielleicht ist da ja auch, ich sag mal, mit Österreich und unseren kirchlichen Zentren da ja auch ein bisschen was machbar. Genau, die Margot, die bittet dich noch um den Link zum Barcamp in Österreich. Vielleicht kannst du die gerade noch in den Chat reinposten. Ich werde die Links gleich entsprechend mit der Aufzeichnung in den Blog eeb-virtuell.de reinstellen. Den Link schicken wir nochmal an die Angemeldeten für das Barcamp entsprechend weiter. Ansonsten, wenn noch im Nachklang Fragen etc. kommen, einfach Kommentarfunktion, E-Mail anrufen, nachfragen. Dafür stehen wir sehr gerne zur Verfügung. Und ich freue mich auf jeden Fall auf nächste Woche, auf das Barcamp, auf den Jürgen Erdelt, auf dich, David, und natürlich auf alle, die sich an dem Barcamp beteiligen und nach Mainz kommen. In dem Sinne beende ich jetzt erstmal die Aufnahme und wünsche euch allen dann noch einen schönen Abend. Macht's gut. Tschüss. Tschüss, danke schön.